So, dann. Ich möchte zu einem Satz aus der Präambel erzählen. Wir schreiben, wir sind offen für jeden, der unser Leitbild akzeptiert. Viele von euch wissen, dass ich einen Schwiegersohn habe, der mit einem muslimischen Hintergrund aus dem Iran gekommen ist und der in meine Kolpingsfamilie gekommen ist, die nicht ganz frei von Vorurteilen war oder ist, aber die diesen Schwiegersohn mit offenen Armen empfangen hat. Und wir haben in der Kolpingsfamilie erlebt, was für eine kulturelle und persönliche Bereicherung dieser junge Mann für unsere Gemeinschaft war. Das ist mit mir unverknüpfbar damit verbunden, dass wir offen sind für andere Kulturen, für andere Religionen. Es ist eine unfassbare Bereicherung.